Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir begrüßen Sie zu dieser sehr speziellen Andacht hier aus der Dreifaltigkeitskirche. Frau Drohlshagen, Dekanatskantorin, hat improvisiert über den Choral »Du großer Schmerzensmann«. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dieser Tage kam mir eine familiäre Kontroverse in den Sinn. Sie liegt etwa 50 Jahre zurück. Es ging um den Seuchenacker meines Heimatdorfes am Rande der Wetterau. Dieses Feld war als Notfriedhof gedacht. Es war sofort zu räumen, falls die Bestattungsplätze auf dem Dorffriedhof, einem kleinen Friedhof um die Kirche, nicht mehr ausreichen würden. Und nun hatte die Kommune meinem Vater gegenüber das Pachtverhältnis beendet, weil dort zwei schöne Bauplätze ausgewiesen werden sollten. Meine Oma war außer sich. Das können die doch nicht machen. Das ist doch der Friedhofsacker. Wo sollen wir denn hin, wenn eine Seuche kommt? Und dann bekam meine Großmutter von den verschiedenen Familienangehörigen und auch Nachbarn zu hören, dass man doch heutzutage mit der modernen Medizin alles andere als hilflos wäre, dass doch diese Zeiten vorbei seien. Nun, das Coronavirus führt uns vor Augen, wie empfindlich und gefährdet das Zusammenspiel der verschiedenen Lebensbereiche ist, wie zerbrechlich das persönliche und auch das wirtschaftliche Leben. Und dennoch ist die Einschränkung von sozialen Kontakten offenbar der einzige Weg, das Ansteckungsrisiko zu verringern und die Ausbreitung der Krankheit zumindest zu verlangsamen. Abstand zu halten, das ist gut für die Gemeinschaft und letztlich auch für uns selbst. Nun, an solche Zerbrechlichkeit menschlichen Lebens werden wir gerade auch während der Passionszeit erinnert. Nicht im Starken und Gesunden zeigt sich Gott, sondern im leidenden Jesus am Kreuz. Stehen ja hier vor dem Kreuzigungsbild. Und wir sehen es auch einmal noch oben in dem Fenster mit einem alttestamentlichen Bezug. Gott ist ohnmächtig und schwach in der Welt und gerade so und nur so ist er bei uns und hilft uns. Dies schrieb Dietrich Bonhoeffer in einem seiner Briefe aus dem Gefängnis. Aufs Kreuz zu schauen, das heißt der Not in der Welt nicht auszuweichen. Und gleichzeitig vertrauen wir darauf, dass Gott, der Tod und Leiden nicht aus dem Weg gegangen ist, durch Jesu Auferstehung für den Sieg des Lebens steht, für einen neuen Anfang. Hier in der Dreifaltigkeitskirche ist dieses mittlere Fenster über Kreuz und Auferstehung das einzige, das sozusagen nach oben offen ist, das eine Richtung zum offenen Himmel weist. Unsere sonntäglichen Gottesdienste erinnern an den einen Ostermorgen, an die Wende zum Leben. Und insofern schmerzt es, wenn wir den einen besonderen Morgen nur auf Abstand
gehen können, so sehr wir durch Gottes Geist auch miteinander verbunden sind. Im Psalm 84 finden sich im Vers 11a die folgenden Worte: Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Auch Kirchen, in denen wir nicht wie gewohnt feiern können, sind Erinnerungszeichen von Gottes Nähe, bleiben Orte der Verheißung. Auch als Türhüter von Gottes Haus, Psalm 84, 11b, übermitteln wir Gottes Segen. Sein Friede, der höher ist als alle Vernunft, behüte und bewahre uns alle. Amen. Wir hören jetzt wieder Orgelmusik. Hier klang das Lied Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, an. Auch dieses Lied können Sie natürlich im Gesangbuch nachlesen. Das jetzt folgende Gebet ist in der Zeit von Not und Bedrückung in der damaligen Tschechoslowakei entstanden. Es ist also ein sozusagen in Not erprobtes Beten. Wenn wir müde, enttäuscht und hilflos sind, wenn Lügen die Oberhand behalten, wenn Furcht und Gleichgültigkeit sich ausbreiten, dann komme dein Reich. Wenn keine Freude mehr aufkommt, wenn die Liebe abhanden gekommen ist und der Unglaube sich breit macht, dann komme dein Reich. Zu Kranken und Einsamen, zu Trauernden und Verzweifelnden, zu Gefangenen und Gefolterten komme dein Reich. In die Kirchen und Gemeinden, in unser Beten und Singen dringe ein dein Reich. In unsere Herzen, in unser Tun und Wahrnehmen dringe ein dein Reich. Ja, bald. Amen. Wir bekräftigen dies mit dem Gebet, das Jesus selbst uns hinterlassen hat und das uns mit allen Menschen aller Zeiten, die Christus folgen, verbindet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören dann noch einmal nach dem Segen eine Improvisation über Dietrich Bonhoeffers von guten Mächten wunderbar geborgen. Bleiben Sie alle Gott befohlen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.